stattfindet und diese Verbindung gelegt, dass diese Partizipation in Hochschulen an der HRW stattgefunden hat. Und bin auch froh, dass Juliane Barup mit dabei ist. Juliane, vielleicht magst du dich selber einmal kurz vorstellen. Ja, genau. Hi, schön, dass Sie alle da sind, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Juliane Baruch. Ich bin eigentlich ursprünglich aus der Philosophie kommend in Es geht los gestolpert und mache seitdem losbasierte Beteiligungsprozesse auf vor allem politischer Ebene und aber eben auch auf Hochschulebene. Susanne, warum sitzt du jetzt hier? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Susanne Staude. Ich bin Präsidentin der Hochschule Ruhr-West und ja, wir an der Hochschule Ruhr-West haben mit Es geht los zusammen versucht, wie losbasierte Verfahren an einer Hochschule funktionieren können. Und darüber wollen wir ja heute berichten. Hervorragend. Genau. Bevor wir überhaupt starten, werden sich die meisten wahrscheinlich fragen, was ist Es geht los überhaupt? Was machen die? Warum könnte das interessant sein? Juliane, vielleicht magst du noch mal zwei Sätze ausführen, wer eigentlich Es geht los ist. Es geht los, ist ein Think and Do Tank, wie wir uns so schön nennen, für losbasierte Beteiligungsformate, also vor allem auf politischer Ebene, kommunal, aber auch auf Wahlkreisebene. Momentan haben wir ein großes deutschlandweites Projekt, das nennt sich Hallo Bundestag und das versucht zu untersuchen, inwiefern man geloste Beteiligung auf Wahlkreisebene zwischen Bundespolitik und den Menschen vor Ort institutionalisieren kann in unserem demokratischen System. Wir glauben daran, dass das losbasierte, oder das losbasierte Verfahren die Gesellschaft besser machen, weil wir dann lernen, Verantwortung zu übernehmen, was ja Demokratie auch bedeuten kann. So vielleicht in aller Kürze. Genau. Dann vielleicht ein bisschen zur Genese. Es geht los, haben wir vor 5 Jahren gegründet, gut, und dachten, wo gibt es eigentlich die Orte, wo wir in Beziehung miteinander gehen? Also, wo wir nicht nur wissen, es gibt andere Meinungen in der Gesellschaft oder in der Gruppe, in der wir aktiv sind, sondern vielleicht auch ein bisschen, was sind denn die persönlichen Geschichten dahinter, die Biografien? Können wir überhaupt Kontakt zu den Menschen haben, um das nicht nur zu lesen, rational oder dagegen zu argumentieren, sondern wo kommen wir in Beziehung mit anderen Menschen, weil das in fast jeder Form von Gesellschaft oder Gemeinschaft ein Problem darstellen könnte. Die meisten von Ihnen und euch sind ja an Universitäten und Hochschulen und auch da soll es ja Gerüchten zufolge nicht immer komplett Transparenz geben und gelingende Kommunikation zwischen Präsidenten, zwischen Verwaltung, zwischen Professoren und Studierenden. Susanne, wir saßen dann eines Tages nach einer anderen Konferenz, nach einem Austausch, ich glaube an der Bar, so viel darf man sagen, natürlich beim Glas Wasser, wie sich versteht. Natürlich. Und ich habe dir erzählt, guck mal, es geht los, macht losbasierte Beteiligung, weil wir brauchen auch in der Demokratie andere Prozesse. Sollte man das nicht auch an Hochschulen machen, um Themen zu besprechen? Und du sagtest direkt, ja, Hochschulentwicklungsplan ist irgendwie so ein Thema. Was hat dich begeistert an der Idee, das Losverfahren, wie es irgendwie in der Politik als Bürgerrat dann häufig beschrieben wird, auch an der Hochschule Ruhr-West auszuprobieren? Warum warst du so schnell dabei? Ja, ich glaube, also was mich umgetrieben hat und auch immer noch umtreibt, aber auch gerade zu dem Zeitpunkt besonders umgetrieben hat, war, dass wir bei uns an der Hochschule, und ich glaube, das ist an anderen Hochschulen auch durchaus manchmal ähnlich, dass wir nicht nur oft Schwierigkeiten haben, Studierende zu beteiligen in Fragen der Hochschulentwicklung, weil wir nicht welche finden, die Lust haben, sich da zu engagieren und mitzumachen, sondern dass wir auch noch die Herausforderung haben, dass die, die sich beteiligen, oftmals, ich sag mal, die gleichen sind. Also man hat dann so bekannte Gesichter, die überall mitmachen, die aber letztlich auch wieder nur eine sehr kleine Auswahl der Studierenden sind, die wir haben und die, sag mal, Diversität der Studierenden irgendwie nicht richtig abbildet. Und das ist etwas, wo ich dachte, ach Mensch, mit Losverfahren könnten wir vielleicht eine größere Bandbreite durch den Querschnitt der Studierenden erreichen und dadurch ein besseres Gefühl dafür haben, was sozusagen die unterschiedlichen Studierenden so beschäftigt und woran sie gerne wünschen, dass wir arbeiten. Das war so der Schmerzpunkt, der bei mir, wo ich dachte, ach, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Cool, Juliane, als ich dich in das Projekt eingeladen habe, warst du selbst ja noch Studentin.
Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Welche Fragen sind dir direkt durch den Kopf gegangen, als du gesagt hast, Losverfahren nicht nur in Wahlkreisen und in Kommunen und auf Bundesebene, sondern auch in Hochschulen? Welche Fragen hattest du, auf welche Momente warst du gespannt? Ja, irgendwie fand ich es erstmal total sinnvoll, weil ich davor eh schon dachte, so Losverfahren in nur Politik zu machen, ist vielleicht auch gar nicht so schlau, weil eigentlich gehört es an die Orte, wo wir irgendwie lernen, also wir gerade lernen, auch, wie ich vorhin schon meinte, Verantwortung zu übernehmen und auch lernen, dass die Strukturen, die uns gegeben sind, eben nicht veränderbar sind, sondern wir lernen können, da uns zu beteiligen. Und wo geht das besser als in Schulen und Hochschulen und Universitäten, weil das dort. Da sind wir ja nun mal, also vor allem in Schulen sind wir alle, in Hochschulen sind nicht ganz alle, aber schon auch einfach ein sehr breiter Teil der Gesellschaft. Und ich habe genau auch eben, was Susanne gerade gesagt hat, gemerkt, dass auch bei mir an der Uni gab es zwar Beteiligungsprozesse, die waren aber eben auch so von Menschen bestückt, die immer dabei waren. Und es fehlte einfach an der Perspektivenvielfalt, die nun mal an Hochschulen extrem stark ist. Und Fragen, die ich hatte, waren einerseits, wie ist das denn dann, wenn Studierende und Lehrende miteinander ins Gespräch kommen und aufeinandertreffen? Wie kann das sein? Vor allem auch damals, als wir das angefangen haben, war die Covid-19-Pandemie gerade am Losgehen. Und auch da gab es dann einfach ja die Fragen, wie ist das für Hochschulanfängerinnen und auch für Lehrende, die gerade anfangen, die vielleicht den Campus nie sehen? Wie kommen die eigentlich an so einer Hochschule an? Wie fühlen die sich? Wie kann man das für die gut gestalten? Und was mich auch vor allem interessiert hat oder worauf ich gespannt war oder welche Frage ich hatte, war, es gibt ja an Hochschulen oft oder meistens auch Menschen, die bereits Expertinnen dafür sind und auch daran arbeiten, die Hochschule zu einem guten Ort zu machen und die sozusagen diesen Hochschulentwicklungsplan und diese ganzen Dinge machen. Und wie kann man die auch gut einbinden, sodass sozusagen diese losbasierten Prozesse nicht als Konkurrenz gesehen werden, sondern als wirkliche Bereicherung für alle in der Hochschule. Und das waren so die Fragen, letztlich auch die Punkte, auf die ich mich dann am meisten gefreut habe oder auf die ich am meisten gespannt war im Prozess. So schnell geht das natürlich nicht. Wir kennen das aus verschiedenen Bereichen. Man hat eine Idee, man möchte was machen, denkt, ja, das kriegen wir eigentlich relativ schnell umgesetzt. So kompliziert ist das ja gar nicht. Wir brauchen nur ein bisschen Geld und die Zustimmung aus der jeweiligen Hochschule. Dann eben bei dir, Susanne. Als du angefangen hast, deinen Kollegen aus dem Präsidium darüber zu erzählen und die Menschen anzuhören, die da auch entscheidungsbefugt sind, wie schwer waren das davon, die von diesem vorhabenden gelosten Hochschulrat oder wie wir es jetzt mittlerweile nennen, eine geloste Hochschulagora, weil ein Hochschulrat gibt es natürlich schon, mal auszuprobieren und damit mal rumzuexperimentieren. Auf welches Feedback bist du gestoßen? Ich kann mir vorstellen, dass einige hier im Raum so eine These haben von, nee, sowas kriegt man ja an der Hochschule nie durchgesetzt. Da gibt es doch die klaren Verfahren und jetzt fangen wir nicht an, damit jetzt auch noch zu experimentieren. Ja, ich sag mal, vielleicht sind wir da eine ungewöhnlich experimentierfreudige Hochschule, aber wir hatten jetzt im Präsidium keine Bauchschmerzen damit. Das Einzige, wo wir auch überlegt haben und ja auch mit euch gemeinsam überlegt haben, dass so eine Hochschulagora oder auch ein Bürgerrat ist ja keine Alternative zu den gewählten Gremien. Es ersetzt ja nicht einen Senat oder einen Fachbereichsrat, sondern es ist ja eine beratende, ne, eher Logik. Das heißt, das war irgendwie nochmal wichtig, sicherzustellen, dass nicht der Eindruck entsteht, weil wir jetzt solche Losverfahren machen, heißt das, dass wir die Logiken von Fachschaften und AStA und Senat mit Studierendenbeteiligung übergehen. Ich glaube, das war nochmal wichtig, dass wir das klargestellt haben und das, so haben wir auch die Fragen dann formuliert, die wir in der Hochschulagora diskutiert haben. Insofern war das jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig schwierig, die Leute zu überzeugen. Ich glaube, und da gehen ja auch die ersten Fragen im Chat schon hin, wie haben wir denn die Leute überzeugt, wenn sie gelost waren, mitzumachen? Aber das ist, glaube ich, vielleicht der nächste Punkt, den ihr sowieso eingehen wollt. Wie haben wir es eigentlich gemacht? Genau, Juliane, du bist ja bei uns ein bisschen die Prozessexpertin. Ich bin ja besser im Anstiften. Wie haben wir es genau gemacht? Also, wie wurde das Losverfahren eingeführt?
Wozu genau haben wir die Leute eingeladen? Und vielleicht hast du ja auch noch ein paar Zahlen und Ergebnisse direkt schon im Kopf. Genau, also weil die Frage jetzt auch kam, wir haben, also das Thema des Prozesses insgesamt war die Zukunft des Lernens und der Lehre an der HAW. Also genauer die Frage, wie soll Lernen und Lehren an der Hochschule Ruhr-West langfristig aussehen, damit wir inklusiv, innovativ, divers und dynamisch die Zukunft nicht nur anvisieren, sondern aktiv mitgestalten. Und das ist schon richtig, das Losverfahren, das zielt natürlich nicht bei allen gleichermaßen. Also es gab definitiv Unterschiede in der Rekrutierung von Studierenden und Lehrenden. Wir haben das so gemacht, also wir wollten auf jeden Fall ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und wir haben wir haben in der ersten Phase erstmal mit den Expertinnen gesprochen, die eben wir schon beide erwähnt haben, sowohl Susanne und ich. Es war uns wichtig, die einzubeziehen, um erstmal die Themenfelder abzustecken, die dieses Zukunftsthema um Lehre und Lernen eigentlich ausmachen. Und als wir dann diese Punkte hatten, hatten wir die Studierenden und die Lehrenden, die wir ausgelost hatten, angeschrieben. Und dabei hat sich herausgestellt, dass auf jeden Fall gezogen hat, einmal, dass das Präsidium direkt eingeladen hat und zum anderen, dass dieses Losverfahren und dieses direkte Anschreiben, das hat so einen Effekt von, oh, ich habe irgendwas gewonnen, ich hab ja noch nie irgendwas gewonnen und ich wurde jetzt ausgelost und darf hier mitmachen. Das führt schon dazu, dass die Rücklaufquote höher ist, als wenn jetzt allgemein angeschrieben wird. Und das haben Studierenden auch rückgemeldet. Die haben gesagt, wenn ich jetzt einen allgemeinen Anschreiben-E-Mail bekommen hätte, einen allgemeinen Aufruf, hey, wir wollen die Zukunftsvision unserer Hochschule partizipativ gestalten, macht doch mit, meldet euch an, dann hätten sie nicht darauf reagiert. Und weil es eben diese persönliche, direkte Ansprache war mit diesem Los, ging das auf jeden Fall viel besser. Es gab trotzdem Unterschiede zwischen den Rückmeldequoten der Lehrenden und der Studierenden. Aber wir hatten dann eben 10 Workshops gemacht mit jeweils 10 Menschen, von 5 geloste Studierende und 5 ausgeloste Lehrende von Mittelbau, also alles Mögliche, alle möglichen Ebenen der Lehrenden an der Hochschule. Und genau, dann haben wir diese 10 Workshops gemacht und auch noch 2 offene, um auch allen anderen, die an der Hochschule sind, also auch der Verwaltung und auch interessierten Studierenden, die sonst vielleicht sich ausgeschlossen fühlen würden, die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Und aufbauend darauf haben wir dann 7 Kernthemen definiert, die wir dann, also die Ergebnisse zurückgetragen haben in den Expertinnenkreis und auch dem Präsidium nochmal vorgestellt. Und daraufhin haben wir 7 themenspezifische zu eben diesen Themen Workshops gemacht, die dann nochmal tiefer in die Materie gingen, um zu fragen, was sind eigentlich da diese wichtigen Knotenpunkte, was ist eigentlich das, was wir wirklich verändern wollen, dahingehend. Und diese Workshops wurden begleitet von einem Graphic Recording, woraus dann eben visuelle, tatsächliche Leitbilder entstanden sind, an die Hochschule und das Präsidium sich entlanghangeln kann. Genau, wenn es weitere Fragen dazu gibt, können wir die gleich gerne noch beantworten. Genau, ich würde erstmal ein bisschen in den Prozess weitergehen, den wir gemacht haben. Es gibt Fragen zu, wie wurden eigentlich die Experten ausgewählt und was ist mit dem Losverfahren noch passiert. Darauf gehen wir in circa 5 Minuten ein bisschen mehr im Detail ein. Schreibt gerne trotzdem weiter die Fragen schon in den Chat. Susanne, ihr habt jetzt inhaltlich relativ weit ausgearbeitete Thesen bekommen, ihr habt ein Graphic Recording bekommen. Was hast du von den Ergebnissen mitbekommen? Wie hast du sie genutzt? Und was sind Sachen, die du noch beobachten konntest? Ja, also die Dinge, die wir da, die Ideen und Aspekte für so eine Lehre der Zukunft, die wir da gesehen haben, das ist schon was, was wir uns anschauen, wenn wir auch überlegen, was sind so die nächsten Themen, die wir angehen wollen im Sinne von Lehren und Lernen. Also ich sage mal, als Beispiel zum Beispiel gab es sehr viel Energie in dem Thema Lernflächen. Die Hochschule als Lernort, das war ja auch in Zeiten von Corona, ne? Die Workshops haben ja da in Zeiten von Corona stattgefunden und da war schon das Thema, wie wollen wir eigentlich den Ort Hochschule haben, ne? Das vielleicht auch ein bisschen Sehnsuchtsort zu der Zeit noch war. Und insofern gab es viele Kommentare auch dazu, was die Hochschule für Flächen haben braucht und für Räumlichkeiten braucht. Und das ist jetzt etwas, was wir ganz konkret angehen.
mit unterschiedlichen Projekten hier Lernflächengestaltung zu machen. Und da gucken wir drauf, was wünschen sich die Leute und gucken dann, wie können wir das umsetzen. Also das sind schon für uns so, ja, Ergebnisse, die wir nutzen, um zu gucken, wo müssen wir eigentlich noch nacharbeiten von dem, was wir haben. Was wir aber unabhängig jetzt von dem inhaltlich ganz Konkreten, was uns hilft, auch mitgekriegt haben, oder was passiert ist, ist zum Beispiel, wir haben drei der Studierenden, die in diesem Rahmen dieser Losverfahren ausgewählt wurden und an diesen Workshops teilgenommen haben, haben sich jetzt zur Wahl gestellt für unsere Qualitätsverbesserungskommission. Also das hat offensichtlich auch bei den Studierenden nochmal was bewirkt. Ach, guck mal, ja, die hören ja wirklich zu. Also das hat ja einen Sinn, sich sozusagen zu engagieren, weil die Ergebnisse interessieren jemand und darauf wird auch aufgebaut und die nehme ich auch total ernst. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Fragen die Studierenden haben, warum sie sich nicht aufstellen lassen, aber bei den drei Studierenden hat zumindest bewirkt, dass sie sich zur Wahl aufgestellt haben und jetzt auch quasi in diesem Semester und im letzten weiter kontinuierlich mit uns zusammenarbeiten. Also das ist tatsächlich auch was, was wir beobachtet haben. Und was spannend war, war auch das Feedback der Lehrenden, die wir gelost hatten in diese Workshops, die ja auf einmal eine ganz andere Möglichkeit hatten zuzuhören, weil die Kommentare der Studierenden war keine direkte Kritik oder Anmerkung zu ihrer eigenen Lehrveranstaltung, sondern übergeordnet. Und gleichzeitig konnten sie davon raussehen, ah, was heißt denn das jetzt für meine Veranstaltung, ohne dass sie sozusagen in so eine, was man ja schnell ist, wenn irgendwas kritisiert wird, kommt ja so eine Verteidigungslogik. Und die fanden das auch total spannend, da mal so übergeordnet zu gucken und auch zu gucken, ach, guck mal, das mache ich genauso, wie die Studis das schon wollen, das ist gut. Und hier könnte ich nochmal drüber nachdenken. Also die Lehrenden fanden diese Diskussionen auch total spannend und haben mir das zurückgemeldet. Sehr cool. Juliane, was konntest du beobachten? Du hast ja die Sessions in weiten Teilen auch moderiert. Ich war nur bei ein, zwei dabei. Wie hast du die Dialogsqualität wahrgenommen? Wie war das Gespräch zwischen Verwaltung, Professoren und Studierenden? Ja, ich würde auf jeden Fall total unterstützen, was Susanne gerade gesagt hat. Was für mich extrem spannend und schön zu sehen war, war eben, dass diese Machthierarchien, die ja logischerweise zwischen Lehrenden und Lernenden bestehen, zum gewissen Grad aufgelöst wurden, dadurch, dass eben kein direktes Notenvergabelogik-System dahinter steht. Also ich rede mit einem Professor oder mit einer Professorin, die mit mir nichts zu tun hat, die aus einem komplett anderen Fachbereich kommt. Und nicht nur können sozusagen einander besser verstehen, also da waren auch so Sachen dabei, gerade während Corona, ne? Ja, manche Studierende machen halt nicht ihre Kamera an, das finde ich total blöd, das gibt mir ein blödes Gefühl, wo die Studierenden ganz klar sagen können, genau, aber das hat, also das verstehen wir, aber das hat ja auch Gründe, weil mein Zimmer ist mir vielleicht unangenehm oder ich lebe bei meiner Oma oder was auch immer. Ich habe keinen Laptop, mit dem ich mir eine Kamera, die gut genug ist, leisten kann und so weiter. Also diese Sachen. Einfach so ein Verständnis füreinander zu kreieren, dass das unabhängig von der eigenen Person und dem direkten Lernverhältnis ist, das ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll gewesen. Der Austausch war extrem schön, auch wirklich sehr, sehr, sehr wertschätzend, weil eben es hat sich niemand dafür angemeldet, alle waren irgendwie aus dem gleichen, ah ja, okay, wir geben jetzt hier irgendwie 2 Stunden zusätzlich oder 3 Stunden zusätzlich für die Hochschule sozusagen. Und das ist so ein gemeiner Startpunkt und auch weil wir eben Themen identifiziert hatten, gemeinsam mit den Expertinnen, die eben nicht nur die Lernenden, ja, nicht nur Studierenden betreffen, sondern auch die Lehrenden. Dadurch gab es so ein Gefühl von, okay, klar, auch die Lehrenden kommen ja mal neu an eine Hochschule und auch die brauchen irgendwie ein Ankommen, das gut für sie ist und das gut für sie funktioniert und einfach diese verschiedenen Blickwinkel auszutauschen, war extrem, extrem wertvoll. Genau, und ich glaube, das, was ich mir noch wünschen würde, ist für die Zukunft einfach, dass so verschiedene, also es gibt einfach viele Fragen, die so gelöst werden können. Natürlich ist so eine Vision für die Hochschule, ein Leitbild zu erstellen oder eine Vision, die das Lehren und das Lernen zukünftig sich vorstellt. Ein extrem grobes Thema, extrem schön für so ein Beteiligungsformat, aber natürlich zukünftig einfach ist es super, wenn wir das noch konkreter weitermachen. Und da ist ja Susanne glücklicherweise auch
stark Verfechterin von. Genau. Noch Jetzt kurz fanden die dazu, vielleicht die Workshops. Workshops, genau, die fanden nicht hybrid statt. Genau. Und ach genau, eine Sache, die ich noch sagen wollte zu den Expertinnen, die quasi in dieser ersten Phase mit involviert waren, dann auch in der zweiten Phase konkret, als es um die Themen ging, die Leute eben, wenn das Leute aus der Didaktik waren, Leute aus den Sprachlernzentrums, Leute, die den Hochschulentwicklungsplan mitschreiben und so weiter, die sich dann sozusagen zu diesen Themen zugeordnet haben und mit den gelosten Teilnehmenden, die aus der ersten Phase kamen, zusammen nochmal tiefer gegangen sind und da auch nochmal dieser Austausch stattfand. So, was machen wir eigentlich schon? Was passiert schon an der Hochschule? Was ist eigentlich schon in Planung? Wo können wir Unterstützung brauchen? Wo gibt es noch Bedarf an Weiterdenken und so weiter? Das war extrem wertvoll auch, weil dadurch auch die Expertinnen und Experten einfach ihren Platz bekommen haben, der ganz klar auch nochmal sagen kann, ah wow, so viel passiert hier eigentlich schon. Und die Studierenden und Lehrenden waren selbst davon überrascht, dass sozusagen vielleicht das eigentlich nur am Informationsfluss zum Teil fehlt und gar nicht so sehr an den Dingen, die noch gar nicht existieren. Von daher gab es sozusagen auch da nochmal einen sehr wertvollen Austausch. Susanne, bevor ich dich frage, was du anderen Leuten empfehlen wolltest, die das an der Hochschule auch gerne machen würden oder initiieren würden, würde ich bei Juliane, weil du gerade Expertin auch sagtest, noch einmal nachhaken. Das ist ja generell eine Herausforderung in Beteiligungsprozessen, in Willensbildungsprozessen, Experten auszuwählen. Kannst du einmal kurz sagen, wie wir das dieses Mal grob gemacht haben? Aus meiner Perspektive genauso spannend ist, was wären so gute Daumenregeln für Expertenauswahl? Ich weiß jetzt ein bisschen Überfall die Frage, aber vielleicht hast du eine erste gute Idee so spontan. Ja, ich glaube, also Expertinnen-Auswahl ist immer total crucial, weil man möchte natürlich irgendeine Art von Vielfalt und Meinungspluralität abbilden. Jetzt gerade in der Hochschule und bei dem Thema ist es relativ einfach für mich als Außenstehende, weil ich einfach zu Susanne gehe und sage, Susanne, wer arbeitet an einer Hochschule denn in irgendeiner Weise daran, Strukturen, Prozesse, die Entwicklung der Hochschule mitzubestimmen? Und all diese Menschen sollten wir einbinden, egal ob das in der Organisation die Leute sind, die erst die Wochen organisieren oder ob das Tutorien sind für die Erstis oder ob das Paten sind für irgendwelche Lehrenden oder ob das eben wirklich dezidiert die Didaktik-Leute sind. All diese verschiedenen Expertinnen, und dazu kann Susanne sicherlich noch mal mehr sagen, wer genau das an der Hochschule war. All diese Leute sollten eben auf jeden Fall mitgenommen werden in dem Prozess, um genau diese Logik der Konkurrenz entgegenzuwirken und der doppelten Arbeit oder so. Und normalerweise, glaube ich, im Beteiligungsverfahren, wenn es dann in konkretere Themenauswahl geht, ist es einfach wichtig, die Expertinnen vielleicht eher so, also wir machen dann, dass wir mit den Expertinnen vorher ein Treffen machen, wo wir dann sozusagen das Wissen bündeln und zerstreut und vielfältig widerspiegeln, anstatt die Expertinnen selbst einzuladen, den Prozess mitzugestalten, weil dann oft natürlich Charisma und Wortgewandtheit und so diese ganzen Aspekte von, wie gebe ich mich eigentlich in einem Verfahren und wenn ich jetzt mit euch rede, das hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf, wie nehme ich dann das Wissen dieser Person wahr. Also wenn jetzt, ne, das geht vor allem jetzt in die Richtung, wenn man konflikthafte Themen bespricht, wo es Ja. vielleicht wirklich einfach sehr, sehr starke Unterschiede gibt. Vielleicht Ganz kurz. kann ich ja nochmal ganz konkret zu den Experten, die wir bei uns eingebunden haben. Ne? Das war die Hochschuldidaktik, das war das E-Learning-Team, das waren die Bibliothek, die bei uns auch die Lernraum- und Lernflächen betreuen. Das war das ganze Thema, was du gerade gesagt hast, Studieneingangsphase. Ich meine auch die Studienberatung. Wir hatten auch das Studiengangsqualitätsmanagement, also das waren so die Leute, die sich mit Lehre und Lernen, sagen wir mal, als großer Teil ihres Berufes beschäftigten, während und die eben da eine gewisse Fachexpertise haben, die natürlich eine andere Art von Fachexpertise ist, die die Lehrenden haben und die Studierenden haben, die ja wiederum dann diejenigen waren, die gelost waren und das immer aus ihrer spezifischen Brille dann diskutiert und betrachtet haben. Also die Studierenden waren nicht als Experten geladen, sondern sozusagen als dann eben geloste Teilnehmerinnen.
Cool, super, herzlichen Dank. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu schreiben, auf die wir gerne gleich nochmal eingehen würden. Ansonsten, Susanne, ich könnte mir vorstellen, dass der oder die ein oder andere Zuhörerin denkt so, das müsste ich in meiner Hochschule eigentlich auch mal anstoßen oder in meiner Universität, dass wir das machen. Was würdest du denen empfehlen? Wie sollten sie auf das, auf wen sollten sie zugehen in der Hochschule und worauf sollten sie besonders achten? Ich glaube, man kann das total unterschiedlich hoch oder tief aufhängen. Ne? Also das war jetzt bei uns schlicht und ergreifend deshalb bei der Präsidentin aufgehängt, weil Ilan und ich uns am Abend an der Bar getroffen haben, so, und der Funke quasi da übergesprungen ist, der inhaltliche und auch der menschliche. Aber das ist jetzt manchmal ja auch ganz wichtig für so neue Projekte. Aber das muss ja gar nicht so sein. Das kann ja auch innerhalb eines Fachbereichs passieren oder das kann auch eine Frage sein von, wie sollten wir eigentlich unseren Studierendenservice besser gestalten? Und dann ist es vielleicht angehängt in dem Dezernat. Also es muss ja nicht ganz oben angehängt sein. Wichtig ist aber, also das Losverfahren selber, dazu muss ich ja in irgendeiner Form Zugang zu der Studierendendatenbank haben, um da losbasiert, ne, irgendwie mit so einem Algorithmus, so einer Statistik, da irgendwelche Leute rauszuziehen. Das heißt, ich brauche also auf jeden Fall quasi da eine gute Verbindung, jemanden, und die muss ich mitnehmen. Und das kann sein, dass es darüber geht, dass es einen Präsidiumsbeschluss gibt und dann gibt es den Auftrag. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie die Hochschulen sozusagen gestaltet sind. Das ist so das eine. Ich glaube, wichtig ist immer, dass man sozusagen daran denkt, dass man nicht Entscheidungen in ein gelostes Verfahren auslagert, die eigentlich da nicht hingehören, sondern dass es eher eine Beratung für Entscheidungen ist. Also ich kann nicht sagen, kann man da nicht nachher dahinter verstecken und sagen, na ja, das hat aber die Hochschulagora entschieden, das ist nicht meine Schuld. Sondern die Entscheidung muss ja immer dann bei der Person mit der Entscheidungskompetenz liegen, aber ich kann dich ja klug beraten lassen. So, das ist, glaube ich, da auch nochmal wichtig. Und ich glaube, was dann nochmal wichtig ist, dass man sozusagen, wir haben ja auch in dem Einladungsschreiben für die Studierenden das kurz erklärt, worum es geht und warum sie gelost worden sind. Wir haben aber auch öfter mal nochmal nachgehakt und nochmal erklärt. Das ist der Hintergrund, deswegen machen wir das, deswegen soll das so laufen. Und dann muss man auch akzeptieren, wenn Leute sagen, nee, ich will nicht. Ich glaube, bei den Studierenden hat ungefähr ein Drittel zugesagt am Ende. Und bei den Beschäftigten war es vielleicht zwei Drittel, die Losverfahren, das Los angenommen haben. Und wenn das dann nicht angenommen wird, dann muss man halt noch ein paar mehr nachlosen. Da muss man, glaube ich, eine gewisse Entspannung zeigen. Vielleicht wäre das noch so ein Rat. Und meines Wissens nach ist ein Drittel Rücklaufquote an Zusagen gar nicht so schlecht, wenn man generell Umfragen anguckt oder Gremienarbeit und wie viel sich dazu zur Verfügung stellen. Absolut, genau. Genau. Und ich Super, glaube, dann. wichtig ist auch, dass man Angst nimmt, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind ja gar nicht Expertin genug, um bei so einem Losverfahren teilzunehmen. Sondern dass man sagt, es geht nicht darum, dass ihr das alles super könnt, sondern es geht mir um deine Expertise, so wie du bist und deine Perspektive. Hervorragend. Ich habe gerade in den Chat geschrieben, weitere Informationen gibt es auf www.esgehtlos.org. Man kann sich über LinkedIn mit uns vernetzen und wenn es direkt Fragen und Ideen gibt, könnt ihr die gerne an mich, ilan@esgehtlos.org schicken. Bei Bedarf würde ich dann Juliane oder Susanne nochmal anpingen und um Detailantworten bitten. Ansonsten erstmal herzlichen Dank, Juliane und Susanne. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, für die Zuhörenden war das auch ein gelingendes Format. Und meldet euch gern bei weiteren Fragen und Anmerkungen. Super, vielen Dank.